Willkommen bei Aschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Ja, grüß euch, guten Nacht, meine Lieben. Herzlich willkommen. Schön, seid ihr dabei, daheim. Willkommen im Labor, die Aschbacher. Ja, meine Damen und Herren. Mit Leidenschaft wird da innen schon geklatscht und die Farbe von meinem Kutteli zeigt auch schon ein bisschen, welches Thema das wir für heute Abend gewählt haben, nämlich Leidenschaft. Die Antriebskraft, wo man manchmal das Gefühl hat, sie fehlt ein bisschen in der Schweiz, aber wo doch eigentlich der Grund ist, einem noch so einen Kick zu geben, sei es im Beruf, sei es privat, sei es im Sport, dass man über sich herauswächst, dass man Grenzen überschreitet, dass man mit Leidenschaft lebt. Und wir sind ganz stolz, 4 leidenschaftliche Gesprächsrunden bei uns zu haben. Das sind nämlich heute Abend meine Gäste. Die charmante Frau ist die erfolgreichste Schweizer Tennisspielerin von allen Zeiten. Mit über 30 hat sie es noch einmal wissen, im Doppel und ist prompt wieder Nummer 1 geworden. Und sie sind miteinander und ineinander verliebt und in die Welt von Eis und Schnee genauso. Seit 20 Jahren ist die Arktis und die Antarktis ihre allergrößte Leidenschaft. Und er hat unbändige Leidenschaft für Haar und Frisuren und ist so schon zum 5. Mal als bester Coiffeur der Welt gewählt worden. Ja, und meine erste Gesprächspartnerin, deren ihre Leidenschaft ist ganz eindeutig Politik. Sie ist schon sehr jung eingestiegen und seit 20 Jahren dabei. Und jetzt in den letzten 12 Monaten ist sie die oberste Schweizerin geworden. Mit Respekt, mit Leidenschaft und mit Engagement präsidiert sie den Nationalrat und hat manchmal müssen zu solchen Sachen greifen, nämlich zu einem wunderbaren Schokibäuli und hauptsächlich zu diesem Instrument, um ihre nicht immer folgsamen Kollegen und Kolleginnen zu bändigen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, die noch amtierende Nationalratspräsidentin Christa Markwalder zu begrüßen. Herzlich willkommen. Schöne Zeit gehabt. Danke. Noch 4 Tage und dann muss man den Präsidentensessel räumen und wieder zurück in die alte Reihe gehen. Bist du froh darum? Nein, ich habe das Amt sehr gerne ausgeübt, aber ich habe von Anfang an gewusst, dass es genau 1 Jahr geht. Und deshalb habe ich versucht, in diesem Jahr so viel wie möglich zu realisieren, so viele Einladungen für Auftritte, für Eröffnungen, für Reden, für andere Parlamentspräsidenten zu besuchen, anzunehmen. Und habe es ziemlich intensiv ausführen. Ja, das kann ich sagen. Also, ich habe ein das Programm durchgeschaut, Christa. Und es hat also kaum einen Tag gegeben, ohne Lunch, ohne Nachtessen, ohne Weindegustation, etc. Es hat eine Weindegustation mit Botschaftern von weinproduzierenden Ländern, wo wir verschiedene Botschafter eingeladen in mein Büro. Und jeder musste eine Flasche Wein mitbringen. Jeder musste die beste Flasche Wein mitbringen, eine Geschichte dazu erzählen und einen Trinkspruch in seiner Sprache sagen. Und Susi Levine hat auch es noch twittert. Aha, wunderbar. Wie viele Kilo hast du zugenommen während diesem Jahr? Es ist kein. Ja, ja, dann kommen ja noch die Schokolade dazu. Also, es hat, glaube ich, noch nie eine Schokibolle so viel PR gemacht wie die, die während der Bundesratswahlen bei dir auf dem Pult gelegen haben. Wirst du jetzt auch noch in dem Sinn Lobbyistin für die Schokoindustrie als Nebenjob? Also die Geschichte war die, dass sich ein Parlamentskollege ein bisschen Auflädung benommen hat und mir nachher als Entschuldigung 2 Lindor-Kugeln gebracht hat. Die waren eine Woche lang unbemerkt auf meinem Präsidentenpult und nachher bei den Bundesratswahlen sehr prominent im Bild. Und er ist übertwittert worden. Und als ich das gehört habe, dass da auf Twitter das kursiert, dass da Schock im Bild ist, habe ich die sofort verraumt. Worauf nachher über Twitter gefragt wurde, Christa, hast du sie gegessen oder sind sie geklaut worden? Und ich habe nachher auch ganz viel Lindor-Kugeln als Dank bekommen von Lindt und Sprüngling. Plus von Nestle nachher ein Schreiben, also sie hätte dann auch so Schokoladeprodukte namens Perl. Und nachher habe ich gefunden, ich mache mir jetzt das zum Sport und tue jetzt immer ein bisschen Schweizer Schokolade auf das Pult, damit alle Marken mal berücksichtigt werden. So ist, bis und mit Ostern ist immer ein bisschen Schokolade dort. Also kann man vielleicht auch Kollegen besänftigen, wenn sie allzu aufgeregt sind.
Ja, ein Schokolädli tut manchmal nicht schlecht. Mhm. Vielleicht entweder für den Blutzucker wieder ein bisschen zu steigern oder vielleicht auch für die Temperatur ein bisschen abzunehmen. Respekt ist eigentlich so dein Motto, Schlagwort über der ganzen Periode, jetzt, wo du als Präsidentin geschafft hast. Und das ist ein wichtiges Instrument. Wir haben auch ein paar Bilder. Du hast das eigentlich nonstop betätigen müssen. Ist das auch ein bisschen, weil auf der anderen Seite bei den Ratskollegen, also einmal, zweimal, dreimal, ich weiß nicht, wie manches hundertmal, dass das gegangen ist, bei den Ratskollegen nicht so respektvoll ist umgegangen worden? Also das war jetzt natürlich ein schöner Zusammenschnitt gewesen. Ich habe jeweils so mit der Glocke die Session oder die Sitzung eröffnet und mit der Glocke geschlossen. Und natürlich, wenn es zwischendurch ein bisschen laut ist oder eben nicht mehr zugelassen wird, was gesagt wird im Rednerpult, dann musste ich halt Glocken ab und zu einsetzen. Aber es war mir wichtig, Respekt als Motto einerseits für den Ratsbetrieb, also dass man einander zulässt, dass man auf die Argumente eingeht, aber auch Respekt für unsere politischen Institutionen als solches, Respekt für unsere sprachlichen Minderheiten und auch Respekt einfach voreinander im Alltag, weil das unser Leben einfacher und friedlicher macht. Ist in der Politik der Respekt ein bisschen verloren gegangen? Man könnte schon den Eindruck bekommen während diesem Jahr. Und zwar nicht jetzt wegen der Schweiz. Ich glaube, wir haben sehr ein sehr gutes System, das eben auch Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen mit unserer direkten Demokratie. Und dank unserer Volksabstimmungen haben eben Bürgerinnen und Bürger auch sehr viel zu sagen. Aber wenn man so sieht, wie sich da Wut entladen hat, sei das jetzt in einer Abstimmung du schaust nach Amerika. In Großbritannien, sei das bei den Wahlen in Amerika, dann denke ich, hat man einen gewissen Respekt vor politischen Institutionen offensichtlich schon ein bisschen verloren. Du bist ja noch Präsidentin von so einer Organisation USA-Schweiz. Hat man da gejubelt mit dem Wahlergebnis vom neuen Präsidenten? Ich glaube, wir warten alle jetzt mal, was von diesen Wahlkampfankündigungen so wahrgemacht werden. Ja, jetzt übernimmt ja das Familienunternehmen Trump sozusagen die Weltgeschäfte der USA. Ja, also die Amerikaner haben auch ein sehr starkes System, muss man sagen. Also der Kongress hat eine sehr starke Stellung. Es ist nicht einfach ein Präsident, der alles entscheiden kann. Er kann zwar aber auch Veto einlegen, im Gegensatz zu unserem System. Unser System ist übrigens auch beeinflusst worden von der amerikanischen Verfassung. Also die Amerikaner haben den Senat als Vertretung der Staaten erfunden und wir eben den Ständerat als Vertretung der Kantone. Und von dem her müssen wir jetzt nicht alles für bare Münzen nehmen, was während dem Wahlkampf war. Aber wir haben natürlich alles Interesse daran, weiterhin auch sehr gute Beziehungen zu den USA und auch zum Parlament. Muss man auch bei den Schweizer Politikern nicht alles für bare Münzen nehmen, was sie verzapfen während dem Wahlkampf? Ja, das können die Wählerinnen und Wähler ja selber entscheiden. Wir hatten letztes Jahr unsere Wahlen und dann können sie uns 4 Jahre lang gut auf die Finger schauen und nachher entscheiden, ob sie uns das Vertrauen weiterhin schenken. Du hast Brexit erwähnt. Großbritannien möchte nicht mehr Teil der EU sein. In Ungarn werden neue Zäune aufgestellt und das System wird immer undemokratischer. Da hat man noch nicht das Gefühl, dass die EU unbedingt so reformfreudig ist. Und du säckelst immer noch mit dem Fähnchen voraus und sagst, die Schweiz muss in der EU Mitglied werden. Politisierst du da nicht neben dem Willen der Leute nebendurch? Ich vertrete doch einfach schlicht und einfach die europäischen Werte, die auch schweizerische Werte sind. Mhm. Und das sind aufklärerische Werte, das ist Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Wenn du jetzt das Beispiel Ungarn erwähnst, wir waren diesen Frühling in Ungarn mit einer Parlamentsdelegation und haben unsere Kolleginnen und Kollegen daran erinnert, dass die Schweiz vor 60 Jahren ganz über viele Flüchtlinge 15'000 Ungarinnen und Ungarn hier mit offenen Armen empfangen hat. Und dass wir eigentlich auch erwarten, eine Art europäische Solidarität. Also, dass wir mit einer Herausforderung, wo wir alle gemeinsam konfrontiert sind, nämlich mit den vielen Flüchtlingen, die nach Europa kommen, dass wir mit denen auch gemeinsam lösen müssen. Nützt das etwas, wenn man den Leuten ein bisschen Gilettäschchen rennt? Es geht nicht um Gilettäschchen rennen, sondern es geht auch um Klartext reden. Da sind wir im Parlament in einem Vorteil, weil wir am Schluss nicht gezwungen sind, nachher mit unseren Kollegen einen Vertrag zu unterschreiben oder etwas das konkret auszuhandeln. Das müssen der Bundesrat machen. Genau, das können wir nachher getrost unserer Diplomatie und unserer Exekutive überlassen. Aber wir können sehr direkt miteinander konkrete Herausforderungen, Probleme, aber auch Sachen, die natürlich gut laufen, ansprechen. Kann man überhaupt etwas verändern jetzt als National- oder Ständerat? Oder ist man einfach ein Teil des Systems, das so ein bisschen ein Komma korrigiert von neuen Gesetzgebungen?
Also wir korrigieren mehr als Komma. Jetzt in der Budgetdebatte dann auch wieder Komma. Und das ist dann auch wichtig, was vor und was hinter dem Komma steht. Stimmt, ja. Aber wir haben natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wir können einerseits konkret Gesetzgebung beeinflussen, indem wir Anträge machen. Also wir können selber Vorschläge machen. Wir können aber auch Sachen, die uns der Bundesrat vorlegt, abändern. Und wir können selber auch mit parlamentarischen Vorstössen tätig werden. Also wir haben wirklich eigentlich in dem Sinn viel Gestaltungsspielraum und das macht unser System auch so gut. Du bist seit 20 Jahren dabei. Immer schon einen Traum gehabt als Teenager. Ich wollte mal vor auf dem Präsidentenpult hocken. Nein, das ist eine Entwicklung, die sich so langsam hat gezeigt. Also ich habe vor 20 Jahren zum ersten Mal für das Stadtparlament zu Burgdorf kandidiert. Deine in der Jungfreisinnige, ja. In meiner Heimatstadt. Ich bin übrigens auch dieser Heimatstadt treu geblieben, weil ich finde, es ist eine wunderbare Stadt zum Leben mit höherer Lebensqualität. Und ich habe nachher einfach gemerkt, dass das Parlament, ich bin übrigens nicht sofort gewählt worden, sondern ich bin nach 2 Jahren nachgerutscht, dass das Parlament mir Spass macht, dass ich mich da mehr engagiere, dass ich mich auch bei den Jungfreisinnigen engagiere, später bei der FDP. Und so ist... Und dann hast du deinem Vater den Grossratssitz weggeschnappt. Aber gerade sofort wieder... Und hat die Lampe daheim gegeben? Nein, habe ich mir dann sofort wieder zurückgegeben, 1,5 Jahre später, als ja, ich Nationalrat gewählt wurde. Und nee, mein Vater hat natürlich immer gesagt, er sei sehr stolz von seiner eigenen Tochter im Parlament, also aus dem Parlament gefallen zu werden und nicht von irgendjemandem. Sonst wäre er wahrscheinlich der einzige Grossrat, der seine persönliche Abwahl hat mitfinanziert. Bei dem Leben, das du treibst, Non-Stop-Wahlkampf, Reisen, mit Leuten zusammen diskutieren, gibt es da überhaupt noch ein Privatleben? Ja, die Zeit muss man sich sicher nehmen, aber Politik ist eine Leidenschaft von mir und deswegen tue ich das nicht einfach als Arbeit oder Arbeitszeit abbuchen. Weil ich finde es einfach spannend, Leute zu treffen, mich auszutauschen, zu diskutieren, zu überzeugen, vor Volksabstimmungen auch kontroverse Podiumsdiskussionen zu bestreiten, um immer auch zu schauen, dass das beste Argument gewinnt, dass es unserem Land weiterhin so gut geht. Und deswegen ist das eben nicht einfach, ich sage jetzt, eine Work-Life-Balance-Frage, sondern es ist eine Frage von Leidenschaft und es ist ein riesiges Privileg, wenn man das machen darf, was man sehr gerne macht. Spielst du noch Cello? Ich spiele noch Cello. Ich habe sogar dieses Jahr 2 Konzerte bestritten, nicht mit meinem Orchester, da werde ich nächstes Jahr wieder mitspielen, mit dem Orchesterverein Burgdorf, aber ich habe an einem Tonhallenprojekt mitgemacht im April. Beim Orpheum Supporters Orchestra und bin mit der Berner Stadtratsband Fraktionszwang auf Chur an das Stadtfest gegangen. Und da haben und wir zusammen gefiedelt. Und habe dort vor ein Stück mitgespielt. Ja. Man muss ja in der Schweiz als Milizsystem nebendran noch einen Job haben. Also man kann nicht vom Parlament lehren. Wie viele Stunden warst du im Büro der Zürich Versicherung, deinem Arbeitgeber? Ja, manche Stunden. Also ich probiere das auch während dem Präsidialjahr zu kombinieren. Ich konnte zwar das Pensum auch reduzieren und bin meiner Arbeitgeberin für ihre Flexibilität auch sehr dankbar. Aber auch das macht wiederum eben unser Schweizer System aus. Wenn wir wissen, wie das tägliche Leben, wie die Wirtschaft, wie ein Unternehmen, wie zum Beispiel eine Schule oder ein Spital funktioniert, dann machen wir als Milizparlamentarierinnen und Parlamentarier bessere Entscheidungen, als wenn wir das nicht mehr kennen. Macht das manchmal schon ein bisschen einsam, all diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe sehr viel mit Leuten zu tun und das macht mir auch Spass, weil man lernt auch immer wieder etwas Neues. Oberste Schweizerin jetzt, das ist vorbei, in 4 Tagen zu Ende. Ist jetzt die Karriere beendet oder sind neue Ämter in Aussicht in der Exekutive? Nein, ich bin eben mit Leidenschaft Parlamentarierin. Also von dem her habe ich nie ein Da reden wir darüber, wenn du für den Bundesrat vorgeschlagen wird. Ja. Ich habe nie für ein Exekutivamt kandidiert und mir gefällt die Parlamentsarbeit so gut. Und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt wirklich das Amt habe, während diesem Jahr ausüben durfte. Danke vielmals auch für dein Engagement, für die Leidenschaft, das braucht es. Und auch für den Verzicht, den es wahrscheinlich auch noch beinhaltet, aber wo man einfach so ein bisschen wegsteckt, weil man denkt. Höhere Ziele sind wichtiger. Genau. Christa, noch 4 tolle Tage wünsche ich. Danke Alles Gute. Vielmals. Merci vielmals. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, meine Damen und Herren, auch mein Gast ist schon mit Leidenschaft
dahinter. Und es gibt so Gerüchte, dass man sagt, er hat eigentlich schon in den Windeln am liebsten mit dem Strau und mit der Bürste gespielt und zwischendurch auch mit der Schere. Und das war so die logische Konsequenz, dass er ein Coiffeur werden wollte. Aber nicht einfach irgendein Coiffeur, sondern der Beste in der Schweiz. Und das hat er erreicht. Mit 25 hat er, man höre und staune, schon 5 Weltmeistertitel als Coiffeur bei sich im Nécessaire. Also, was kann man als, was Haarkunst anbelangt, von einem Coiffeur lernen? Das wollen wir jetzt gerade genau testen. Herzlich willkommen, Martin Dürrematt. Martin, guten Abend. Hallo, bist du da? Ich habe gesagt, wir haben gehört, dass du schon in den Windeln am liebsten mit Strau und Bürsten gespielt hast. Ist das so? Es ist tatsächlich wahr. Es gibt lustigerweise ein Video, da bin ich knapp 3-jährig und dann habe ich schon meine Mutter mit einem Plastikkamm und einem Plastikschaufrisier. Genau, das ist wirklich, wirklich witzig. Also ich glaube, es ist mir wirklich tatsächlich in die Wiege gelegt worden, dass ich gewaffnet werde. Und das hat sich nie geändert? Es hat sich durchgezogen. Also ich habe immer gewusst, ich will Coiffeur werden. Ich habe immer gewusst, ich will aber weitergehen. Ich will nicht normal Salon-Coiffeur sein. Ich will einfach mehr machen. Ich will besser sein. Also musst du dahin gehen, wohin die anderen einen nicht folgen können. Das ist somit eigentlich mein Motto geworden. Aber das heisst auch, man muss wirklich trainieren. Im Sport kann ich mir das gut vorstellen. 8 Stunden Training jeden Tag, noch ins Fitness gehen, Krafttraining machen und seine Sportart pflegen. Wie macht man das als Coiffeur? Es ist nicht viel anders. Ich bin in einer Schweizer Nationalmannschaft. Wenn ich das den Leuten erzählt habe, haben sie immer gedacht, Fußball, Tennis. Nein, es ist tatsächlich ein Coiffeur, Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe Puppenköpfe, wie man hier hinten sieht, habe ich dann immer bei mir, sozusagen neben dem Bett, und tue jede freie Minute, wenn ich Zeit habe. Nein, frisieren. Frisieren, tatsächlich. Die Schnitt trainieren, die Techniken trainieren. Einfach, dass alles perfekt ist. Also, wie macht man das jetzt so an einem Kopf? Was kann man da üben? Also, ich meine, wir haben jetzt doch Köpfe. An denen tue ich zum Beispiel immer die ganzen Weltmeisterfrisuren trainieren. Aber natürlich an so Köpfe, die brauche ich oftmals für Seminar. Wenn ich Seminar gebe, mache ich ganz einfache Frisuren, wenn ich jetzt euch hier gerade schnell probiere zu zeigen. Das wäre bei mir jetzt schwierig, das zu machen. Es ist tatsächlich schwierig. Wie man sieht, ist es manchmal auch bei Langhaar nicht so einfach. Aber es ist gar kein Problem, weil schlussendlich geht es eigentlich super easy. Also ich mache hier einmal ein Gümmel drum, ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet mit dem Ponytail. Ich tue hier ein bisschen rausziehen. Dann tue ich hier das Haar reinstecken. Und so übt man immer wieder neue Sachen. Das heisst aber, man muss zigmal die Handgriffe irgendwie wirklich mechanisieren, das sozusagen. Wirklich so. Das muss alles im Schlaf gehen. Wenn ich am Wettbewerb selber gehe, dann muss das zack, zack, zack. Ich habe keine Zeit, um irgendwie noch gross etwas studieren, was ich hier genau machen will. Das muss einfach wirklich, wirklich im Schlaf gehen. Wie lange hat man denn so Zeit für eine Frisur herzusaubern? Man glaubt es manchmal gar nicht. Die kürzeste Kategorie geht tatsächlich 7 Minuten. Also es ist ein Daystyle-Look, 7 Minuten. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Haarspray schnell. Ja, das ist wichtig bei einem Coiffeur. Alles, was neben raussteht, kann man mit Haarspray flicken. Oder ich gebe Ihnen doch gerade mal ein paar Spängel in die Hand. Ja. Können Sie mir gerade ein paar Längen. So Assistenten sind immer super. Ja, genau. Die dabei hat. Und eben die kürzeste Kategorie geht tatsächlich 7 Minuten. Und dann muss das wirklich zack, zack, zack gehen. Wenn ich einen Trend-Haarschnitt mache, den ich jetzt 5-mal gewonnen habe, dann geht 30 Minuten. Also auch das sehr, sehr kurz. Ist aber nicht ein Trend-Haarschnitt, wie man hier sieht, sondern einfach super extrem, super farbig. Und voilà, da haben wir schon einen kleinen Hair-Up. Mal schauen, wie das aussieht. Das sieht lustig aus. Lustig. Ich weiss schon, ihr denkt sicher, alle ist ein Vogelnest, oder? Und das kann doch jeder. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Man muss wirklich beherrschen, die Sauberkeit in der Unsauberkeit. Und dann funktioniert es. Aber es darf auch ein bisschen verhörscht aussehen. Total, weil das ist der heutige Trend. Messi anderen. Am lebenden Modell wird es dann schwieriger, oder? Man kann ja der nicht 50 Mal die gleiche Frisur machen, dann hat sie bis dann keine Haare mehr. Die Arme. Das ist so. Also ich tue ja die Wettbewerbsfrisuren am Live-Model schneiden. Mhm. Und dort tue ich das genau einmal schneiden. Also wenn ich auf die Bühne komme, dann tue ich die Maschinen ansetzen und dann klappt es, oder es klappt nicht. Mhm. Also es ist so ein bisschen. Es hat doch ein paar Mal geklappt. Ja, das eine oder andere Mal tatsächlich. Kann man als Weltmeister daraus auch Kapital schlagen?
Ja, es ist natürlich ein Sprungbrett. Also, die Meisterschaften, die ich seit dem ersten Lehrjahr mache, die haben mir alles geöffnet. Die haben mir Türen geöffnet ins Showbusiness, zu besseren Jobs, zu Kampagnen, Shootings. Ich darf Seminare geben. Ich habe Trends machen für Firmen. Also, es ist grossartig, wenn man so arbeiten darf, wenn jeder Tag anders ist und einfach, wenn man seine Leidenschaft leben darf. Jetzt haben wir ein Modell, das hat einen Stuhl. Irgendwo sitzt es und kommt jetzt zu uns. Voilà. Und was passiert jetzt da am lebendigen Modell? Herzlich willkommen. Schon ein bisschen vorfrisiert. Schon ein bisschen vorfrisiert, ein bisschen beschissen, natürlich. Ja, nicht beschissen. Beschissen nicht. Einfach so, dass, es, dass ich jetzt schnell bin mit Frisieren. Also ich tue jetzt hier ein Haarband. Nee, ist sehr, sehr cool für Frauen, die sich selber frisieren wollen. Frauen mit Locken, da tut man das Haarband rein, die Haare drumherum stopfen, zack, 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 höble, höble, höble. Und dann noch ein bisschen rausziehen. Denke, nehmen, was ich mit meinen Haaren alles noch machen. Ja, also ich meine, es gibt ja Perücken, es gibt Haarteile. Ja, gut, also, darf ich das überleben. John Travolta Perücken, aber ich bin noch nicht so weit. Und da sieht man, man hat wirklich in ganz, ganz schnellen, einfachen Schritt, einfachen Handgriff, hat man die Frisur gezaubert. Und es ist wirklich ein mega cooler Look. Ein cooler Look für einen Beach im Sommer, ein cooler Look, aber auch für eine Gala, wie man hier sieht. Man hat hier ein Haarreif, sehr elegant, mit einem schönen Kleidchen. Sieht das doch wunderbar aus. Wie sieht das hier aus, von dieser Seite? Wunderbar. Also, man darf also wirklich auch applaudieren. Für den ersten Wunsch. Jetzt gibt es aber noch mehr, wo man aus den Haaren machen kann. Selbstverständlich. Also, Der nächste Look ist eine Hochsteckfrisur. Ich würde doch sagen, ich gebe dir die Spengel gerade wieder in die Hände. Ja. Das hat doch super funktioniert. Wer schneidet eigentlich euch die Haare, Martin? Wir schneiden immer verschiedene Leute die Haare. Ah ja. Wagt man sich an die Haarpracht vom Weltmeister? Tatsächlich nicht so kompliziert. Also, ja. Wir Männer haben es ja viel einfacher. Tut das eigentlich weh? Nein, gar nicht. Okay, gut, da bin ich froh. Also, darf ich jetzt einfach nichts sagen. Was soll jetzt entstehen? Also jetzt gibt es eine ganz einfache Hochsteckfrisur, sehr beliebt bei Frauen. Hochzeitsfrisuren, Galafrisuren, wirklich sehr schnell, sehr einfach. Und es ist wirklich wahnsinnig effektvoll. Wichtig ist halt immer für Profis unter uns, dass die Basis stimmt, wie man jetzt hier eigentlich sieht, wo ich jetzt gerade am Erschaffen bin. Und schlussendlich, wenn ich dann die Basis gemacht habe, kann ich die Haare nehmen. Mhm. Aufpassen. Zack, zack, zack. Drüllen, drüllen, drüllen. Am Ausstände hebt. Ui. Schwupps. Voilà. Jetzt gibt es so Schnäckli. Ja, Schnäckli. Das sind anderen Bewegungen. Mhm. Schnäckli tun doch sehr schnäckig. Aha. Gut. Also jetzt müssen wir das so aufrapsen. Ja, das tun wir wirklich so aufziehen. Das kann man aber nicht selber, oder? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Also, ja. Da habe ich jetzt den Look für eher Profis, die das einfach schneller machen können. Es geht wirklich unglaublich schnell und es ist einfach so effektvoll und es sieht einfach wunderbar aus. Also, und tut man die Ideen sich dann selber ausdenken oder geht man spienzeln, was die anderen so machen? Natürlich, es ist eine Kombination von beidem. Selbstverständlich. Man geht schauen, Tutorials geht man anschauen. Wie es die anderen international machen. Mhm. Celebrities, Hairstylisten, wie laufen die Stars um, dann tut man sich inspirieren, dann nimmt man mal so einen Kopf, tut mal so einen Kopf frisieren. Und einfach ausprobieren. Neben dem Bett, anstatt schlafen. voilà. Mhm. Darum, wie man sieht, habe ich schon graue Haare, also es kommt ja nicht von ungefähr. Okay. Und so geht jetzt das noch weiter und weiter. So, aber ich sehe schon, was soll entstehen. Ja, man sieht es tatsächlich schon. Es nimmt wirklich schon Formen an. Das ist doch sehr, sehr gut. Machen wir noch das Letzte? Ja, die Letzte. Ja, es gibt noch so zwei, drei und dann sind wir ready. Dann wäre eigentlich Charlotte schon bereit für den Ausgang, für eine Gala. Ja, sie können sogar so schon hier auch. Da haben wir noch ein paar Spänger. Ja, jetzt haben wir noch zwei. Ist dann langsam die Frisur perfekt. Genau, langsam. Also ich würde sagen, das ist eigentlich recht schnell gegangen. Lustig, ja, finde ich auch. Ja. Man sagt immer, für die Hochzeitsfrisur muss man schon zwei Nächte vorher und nachher auf dem Kleiderständer schlafen, damit das noch einigermaßen bleibt. Aber da hätten wir doch jetzt eine Idee, wie das auch schneller könnte passieren. So, und jetzt werden wir das Produkt noch sehen. Wie gesagt, der Spray als Finish. Und so entsteht innerhalb von 3,5 Minuten die Gala-Frisur vom Weltmeister Martin Dürrematt. Sehen wir die jetzt noch so schön?
Danke vielmals euch auch fürs Herrenhaben. Martin, alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, was es nicht alles gibt, meine Damen und Herren. Leidenschaft, wie gesagt, unser Thema heute. Und mit der Leidenschaft verbindet sich auch die Beziehung von meinen nächsten beiden Gesprächspartnern. Sie teilen nämlich nicht nur Herd und Bett, sondern auch ihre grösste Leidenschaft. Das ist am liebsten. Seit 20 Jahren machen sie das, in die kältesten Gebiete von unserem Globus gehen. Nämlich in die Arktis und mit all diesen wunderbaren Tieren und in die Antarktis mit diesen fantastischen Pinguinen. Und dort sehen sie nicht nur die tolle Natur und all die ganze Tierwelt, sondern sie haben auch die grosse Passion, nämlich zu fotografieren. Über 150'000 Fotos sind zusammengekommen, erzählen von Filmen und beweisen, dass sie wirklich wahre Polarbotschafter sind. Darum herzlich willkommen, Heiner und Rosa Maria Kubni. Das ist der Nein, hä? Hallo, Rosa Maria, hallo, Heiner. Die Stegen ist ja die erste Grüße. Genau. Wer die schafft, der ist mein Gast. Genau. Heiner, du hast mal Bodenbeleg verkauft. Ja. Und plötzlich die Liebe zur Antarktis und Arktis entdeckt. Was hat da der Virus ausbreitet? Ja, wir hatten auch immer die Idee, den Leuten oder dem Publikum zu zeigen, was wir können. Oder zu fotografieren vor allem. Wir hatten immer einen Traum, Dia-Show zu machen. Das war vor 20 Jahren natürlich noch in, Dia-Show. Und natürlich haben wir dann immer fotografiert. Eigentlich hast du dich vorher ein bisschen erzählt. Mit diesen 150'000 müsstest du vermutlich nicht zwei oder drei voneinander tun, aber 2 Millionen irgendetwas. Es hat in den letzten Jahren extrem viel gegeben. Und ja, das ist... Aber der Anfang war ja irgendwie ein Auslöser. Ja, natürlich. Eine Reise, die du gemacht hast. Wir hatten die Möglichkeit, in die Antarktis zu gehen, eben vor 20 Jahren, mit dem Professor Dr. David Zenn, Meeresbiologe von der Uni Basel. Und sind dann so begeistert gewesen, dass wir es durchgezogen haben. Wir haben es einfach nicht mehr losgelassen. Wir sind zum Teil 2 bis 3 Mal im Jahr in die Antarktis gegangen. Einige Jahre später ist natürlich die Antarktis noch dazu, also der Norden, der uns natürlich dann auch fasziniert hat. Und Rosa, wenn ich einen Mann zu haben, der dauernd in den kältesten Ecken der Welt sich am wohlsten fühlt, ist das nicht auch so ein bisschen Beschwernis? Nein, überhaupt nicht. Am Anfang war es so, der Heiner hat natürlich viel, viel früher als ich fotografiert. Und dann hat er sich gedacht, jetzt kaufe ich dir einen Fotoapparat, weil sonst geht das nämlich gar nicht. Oder? Am besten ist sie fotografiert mit, dann muss sie nicht warten, bis sie fertig fotografiert hat. Und so geht das eigentlich super gut. Also dann habe ich im Prinzip auch die Leidenschaft dann überkommen, zum Fotografieren und sowieso für die Gebiete. Der liegt stundenlang irgendwo und wartet auf das optimale Bild. Vor 20 Jahren war die Ausrüstung noch viel komplizierter. Was habt ihr denn alles mitgeschleppt? Oh ja, viel. Viel haben wir mitgeschleppt. Wir hatten natürlich immer Lampen mit der Fluggesellschaft, weil wir einfach zu viel Gepäck hatten. Riesengroße Rucksäcke. Wir haben zum Teil 40, 50 Kilo mitgenommen, also wirklich extrem viel. Natürlich Ersatzkameras, logisch. Und gewusst, was man fotografiert hat, hat man erst daheim richtig, oder? Das war so mit dem analogen Fotografieren. Also mit der Dia-Fotografie haben wir natürlich nie so richtig gewusst, was passiert ist. Also ich war mal bei der Kaiserpinguin. Das war eine Reise, die eigentlich 2,5 Wochen hätte gehen sollen. Mit schlechtem Wetter und so ist das 7 Wochen daraus geworden nachher. Und ich habe 250 Filme mitgenommen und ich habe effektiv erst daheim gesehen, ob es gut war oder nicht. Heute ist alles viel einfacher digital. Das ist auch unser Problem, also der Fotografie oder die vom Fotografieren leben wollen. Die Digitalfotografie, jeder kann heute fotografieren, trüllt einfach am Rädchen und kann schauen, was es ist und bringt zum Teil bessere Fotos mit als mir. Pinguine sind sozusagen neue Lieblingstiere. Was möchtet ihr für Geschichten erzählen, wenn ihr die aufnehmt? Schwierig. Pinguine, also für mich, also mein Lieblingsgebiet ist die Antarktis, gegenüber der Arktis, wo wir haben dort angefangen. Und wenn man die
Wir gehen mit kleinen Schiffen, wir haben lange Zeit an Land. Mhm. Und dann hat man effektiv enorm Zeit, um die Pinguine zu beobachten. Mhm. Und da können die stundenlang sitzen und einfach so für mich innen geniessen. Was fasziniert die Idee an diesen Tieren am meisten? Ja, eben natürlich auch das Leben der Pinguine. Also es geht nicht nur um den Pinguin, sondern es geht ja um das Ganze. Also es geht ja auch um den Klimawandel natürlich. Der spielt natürlich mit. Wie haben die Pinguine Zukunft mit dem Klimawandel? Was kommt da auf uns zu eigentlich? Ja, das spielt natürlich alles zusammen mit. Wenn man, ein Bild ist ja fast um die Welt gegangen, nämlich ein Pinguinenpaar mit seinem Jungen. Ja. Und der Junge schaut gerade in die Kamera rein. Ist das so ein Lucky Shot oder wartet man da stundenlang, bis das optimalerweise genau so aufgestellt ist, wie man sich das erhofft? Ja, das ist ein schwieriges Bild, muss ich sagen. Innerhalb von einer Pinguinkolonie einzelne Pinguine aufzunehmen, ohne dass andere hast, die stören, ist relativ schwierig. Ja, weil es sind Millionen von Pinguinen immer zusammen. Die leben in grossen Gruppen. Ja. Ich habe das Paar gesehen dort mit dem Jungen und bin eigentlich etwa 4 Stunden lang um die herum gewesen dort und habe einfach dann den Zeitpunkt wollen, wo die mit dem Jungen dort sind. Also die zwei allein, die Kaiserpinguin, das Paar. Und zu meinem Glück ist noch das Kleine gerade rausgekommen. Normalerweise ist es auf den Füßen und hebt höchstens den Kopf raus. Das ist schnell rausgesprungen, hat mir einen Gefallen machen, vermutlich. Oder? Und ich habe die Fotos gemacht. Ich muss sagen, die ist wirklich um die Welt gegangen. Und von dort her bin ich auch bekannt worden. Also mit dem Bild vor allem. Es war ja das Bild, das regelmäßig geklaut wurde. Also ich bin an Ausstellungen gelaufen. Ferienausstellungen und so. Auf einmal sehe ich mein Bild auf dem Stand. Und dann nachher habe ich dem gesagt, hey, aber das Bild habe ich gemacht, ich bin der Urheber von dem Bild. Und dann hat er gemeint, hey, junger Mann, hat er zu mir gesagt, beweis zuerst mal, dass du das Bild nicht von mir geklaut hast. Also, ja. So läuft das eben heute. Das ist eine schwierige Sache. Man möchte, und der hat das jetzt auch schon ein bisschen angetönt, möchte auch zeigen, dass sich die Welt verändert. Und das stellt man vielleicht weniger in der Antarktis fest, wo halt noch nicht so zivilisiert ist, zum Glück, und immer noch wirklich so ein Gebiet, wo fast nur Forschungsstationen sind und Tiere leben. Aber in der Arktis, nämlich im Norden, ist das ganz anders. Es hat sich verändert in den letzten 20 Jahren. Also der Unterschied von der Antarktis zur Arktis ist das. Die Antarktis ist natürlich ein riesiger Kontinent. Es ist eine Eismasse, also ein Eiskörper, der fast 5 Kilometer dick ist. Und der speichert natürlich Temperatur, also Kälte. Und die Arktis ist ein Meer. Und wenn, sagen wir, das Wasser im Meer minus 2 Grad ist und das Eis darauf oben schwimmt, ist es immer relativ warm. Also die Arktis ist natürlich viel gefährdeter. Uns bewegt das natürlich wirklich sehr. Und wir möchten das vor allem, also unsere Mission ist auch, den Klimawandel, die Natur, das alles zusammen den Leuten näher zu bringen. Und wir haben dann vor 10 Jahren angefangen, auch eine Zeitung zu machen. Also wir haben eine Zeitung Polar News, wo wir vor allem eben zeigen können, was das ist. Viele Kinder lesen das, dass wir auch anhand von Bildern zeigen können, vergleichen, was passiert da wirklich. Das passiert einiges. Also nicht nur, dass es wärmer ist, sondern plötzlich auch, dass andere Tierarten in der Arktis sich heimisch fühlen. Ja, dass natürlich die Wärme zunimmt im Norden, kommen ganz andere Tierarten. Eben der Polarfuchs wird verdrängt vom Rotfuchs. Und der ist jetzt schon bereits dort oben. Er kommt natürlich immer weiter rauf. Mhm. Oder was man gesehen hat, überraschend ist, dass in Spitzbergen hat man beobachtet, wie Eisbären irgendein grosses Tier gefressen haben. Wo man näher ran ist, hat man gesehen, ist ein Delfin. Und dass vor 2 Jahren zum ersten Mal Delfin auf Spitzbergen gekommen sind, dann vom Eis eingeschlossen worden sind und so dann umgekommen sind, also Futter von der Eisbär geworden ist, das hat es früher gar nicht gegeben. Oder dass auf einmal Thunfisch vor der Küste von Grönland umschwimmen. Also das merkt man dann schon. Und man sagt ja auch, das ist also ein Symbolbild, der Eisbär, der einsam auf einer Scholle dahin treibt. Auch sie haben Mühe mit ihrem Lebensraum. Ja, immer mehr zur Zivilisation. Das ist ja das Problem. Also der Eisbär wird nicht aussterben, weil er kein Eis mehr hat, sondern der Eisbär kommt das Problem über, weil er eben zur Zivilisation kommt, weil er das Eis nicht mehr hat, also weil er in die Dörfer rein muss und so, und dann einfach für die Leute gefährlich wird und so einfach abgeschossen wird. Ja.
Kontakt auch mit den Kulturen, gerade im Norden, mit den Menschen, die dort leben, das ist euch auch ein wichtiges Anliegen. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Was für Erlebnisse? Ganz spannende. In der russischen Arktis, da waren wir ein Ort, wo also überhaupt keine Touristen ankommen. Und es ist ganz, schon ganz speziell, wie die Leute dort leben und wie wir aufgenommen worden sind. Also da gibt es auch eine besondere Gastfreundschaft, obwohl man ja eigentlich nichts hat und ein halbes Jahr im Pfisteren wohnt, sozusagen. Ja, das ist richtig. Nimmt man das auch zur Kenntnis? Also Touristen reisen, die wollen ein paar schöne Fotos. Man sagt auch, sie zerstören dann natürlich vielleicht ein paar Sachen. Kann man ihnen den Respekt weitergeben, den ihr jetzt möchtet, dass sie ihn haben? Es kommt darauf an, was für ein Tourist das ist. Das heisst, wir gehen ja auch mit Schiff, mit kleinen Schiffen. Wir sagen einfach, unsere Grenze ist 100. Und durch das haben wir natürlich nicht Kreuzfahrer, die wir ansprechen. Also, die mit grossen Schiffen gehen. Zum Beispiel Spitzbergen, ein Schiff mit 3000 Passagieren, die aber nur bis Longyearbyen dürfen. Wir gehen dann weiter und wollen vor allem die Natur zeigen. Und wir haben immer Wissenschaftler mit an Bord, die nachher auch über das reden, was passiert. Also, wir haben zum Teil auch eigene Meeresbiologen, die wir beschäftigen, die den Leuten das mitbringen. Und ich sage einfach immer, wenn wir heimgehen nach dieser Reise, sind die Botschafter der polaren Regionen, dass wir Leute haben, die das auch verstehen, was da geht. Also nicht einfach nur Güppli reisen und kann sagen, ich habe jetzt die Antarktis auch noch abgehakt. Es geht wirklich um Respekt, dass man diese Gebiete jetzt auch als Schutzgebiet kann erhalten kann und dass dort auch wenn der Klimawandel stattfindet, immer noch etwas kann bleiben, was ganz wichtig ist, auch für die Gesamtheit von unserem Globus. Kann man mit CO2-Vorschriften jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Schweiz etwas verändern und einen Beitrag leisten? Für unser Gewissen eigentlich schon, muss ich sagen. Aber wenn man das anschaut, was jetzt zum Beispiel in Indien passiert mit den Kohlekraftwerken und so, ist das, was wir natürlich da bewegen, ist natürlich relativ wenig, muss ich schon sagen. Also überhaupt Europa. Oder wenn man sieht, was sonst noch alles getrieben wird. Eben Frachtschiffe, die zum Beispiel mit schweren Hütten rumfahren, oder grosse Kreuzfahrtschiffe, die immer mit schweren Öl rumfahren, die machen sich schon Umweltschäden. Aber es ist richtig, dass wir mit dem anfangen in Europa, um den anderen nachher zu zeigen, hey, es ist der richtige Weg. Wirklich Druck aufzubauen, genau. Und zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass es die Gebiete gibt und sie sind gefährdet. Und wenn man nichts macht, dann geht der die ganze Ökologie verloren, die wirklich ein Verlust ist für den Globus und für die gesamte Menschheit. Ja. Viel weitere tolle Abenteuer. Wann geht es das nächste Mal irgendwo in Norden oder in Süden? Ganz sicher ist es geplant, nächsten November in die Antarktis. Mhm. Sozusagen unsere Abschiedstour. Okay. Haben wir mal so geplant. Ja, aber wie ich euch kenne, wird der Virus weitergrasen, genau. Und noch ein paar weitere Reisen bevorstehen. Ja. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für den Besuch und für die schönen Bilder. Danke. Merci. Danke vielmals. Maria, danke. Merci. Ja, auf meinen letzten Gast freue ich mich ganz besonders. Sie ist wirklich ein leidenschaftliches Talent. Mit ein bisschen mehr als 16 ist sie die jüngste Nummer 1 im Frauentennis gewesen, und das auch über 200 Wochen und noch etwas mehr geblieben. Und dann hat sie nach 43 Siegen bei Turnieren und 5 Grand Slams liegen ein bisschen an Happern in der Karriere. Aber jetzt, meine Damen und Herren, mit 35 ist sie wieder voll an der Spitze, voll dabei, hat eine Silbermedaille geholt in Rio de Janeiro im Doppel und ist jetzt auch wieder Nummer 1 in dieser Disziplin gewesen. Und man kann sagen, sie ist wirklich die erfolgreichste Tennisspielerin, die unser Land je hatte. Ganz herzlich willkommen, Martina Hingis. Martina, schön, dass du da bist. Guten Abend. Plötzlich wieder ganz oben mit dabei, eine strahlende, charmante junge Frau vis-à-vis von mir. Kann man sagen, Martina im Glück? Ja, definitiv kann man das sagen. Ich habe
super 2-3 Jahre noch mal erleben und das ist wirklich alles ein Bonus. Eigentlich immer schon mit dem Tennis aufgewachsen. Also man kann sagen, wo du hast angefangen zu laufen, hast du angefangen Tennis zu spielen. Ist es jeweils eine Freude am Ball gewesen, oder der Ehrgeiz zu gewinnen? Gut, ich bin zum Tennis durch meine Mutter gekommen. Natürlich, sie war schon Profispielerin gewesen, und das ist schon alle in die Wiege gelegt gewesen. Und mit 2 habe ich meinen Geburtstag anscheinend gefeiert und da hat sie einen verrückten Kollegen gehabt und hat gesagt, ja, sie kann ja schon laufen, dann kann sie ja schon Tennis spielen, oder? Und okay. Das ist in dem Moment, habe ich angefangen mit meiner Mutter in der Wohnung daheim und ab und zu so 3-4 Mal am Tag denke ich 10 Minuten Tennis spielen. Hättest du jetzt auch so als junge Person, also mit 16 bereits Nummer 1 im Frauentennis, Momente gegeben, wo du das Racket die Ecke gebänkelt hast und gesagt, jetzt habe ich genug? Interessiert mich nicht mehr. Wollte ich nicht mehr sehen. Ja, natürlich gibt es solche Momente. Und da sind wir eben auch mit der Mutter ab und zu haben wir Diskussionen gehabt, die sicher auch zwischen ihnen heftiger gewesen sind. Aber das hat, denke ich, jede Familie mal so. Die anderen müssen studieren, andere machen andere Sportarten. Aber ich denke, das war natürlich gewesen. Und es ist auch immer schöner, wenn man zweite dann wieder eine Lösung findet. Und das war auch immer der Fall gewesen. Aber ich war natürlich sehr verwöhnt gewesen, immer Erfolg zu haben. Und ich bin sehr gerne an Turnier gegangen, aber das Trainieren, es ist nicht wirklich meine Leidenschaft gewesen. Also das hast du immer gesagt, hart trainieren ist nicht deine Leidenschaft. Wie bringt man es denn gleich so weit? Ja, sobald ich auf dem Platz gestanden bin, also Challenge hatte ich immer gerne gehabt und ich war auch immer viel jünger gewesen als die anderen. Von dem her konnte ich immer sagen, ja, wenn es nicht heute passiert, wenn ich heute nicht... Dann habe ich noch Zeit, mach es mal. Dann habe ich noch die nächsten 20 Jahre, so ist es. Zu verlieren gehört zum Sport. Wie setzt dem das zu? Ja, zum Glück musste ich diese Erfahrung nicht so oft machen. Also ich war sehr erfolgsverwöhnt. Von klein auf. Ich habe die Schweizer Meisterschaften mit 9, 10 das erste Mal mitgemacht und um 12 schon gewonnen. Und dann ist es immer so ein bisschen weitergegangen. Mit 12 schon unter 18. French Open, Wimbledon, alles sehr früh dürfen feiern, mit 16. Vorher hast du schon das Nummer 1 gewesen. Von dem her habe ich dann irgendwann gefunden, ja, es ist alles immer steil drauf gegangen. Was gibt es noch sonst noch im Leben, oder? Plötzlich hat es dann doch verhappern in der Karriere. Das setzt einem doch zu, wenn man manchmal vielleicht in der Zeitung Sachen liest, wo die Zeitung mehr weiss als man selber. Das ist so, auf jeden Fall. Also, Medien waren nicht immer sehr nett zu mir, aber ich denke, das macht auch stark. Und das hat mich auch immer wieder gepusht, auch Kritiker und so. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, ich habe mal 3 Jahre nicht mehr Tennis gespielt und 6 Jahre nicht mehr. Aber der Weg an mir vorbei war dann immer doch wieder ein bisschen schwieriger gewesen. Und ich habe immer wieder das Tennis den Weg auch zurück ins Leben gefunden. Und das hat mir immer einen Halt gegeben. Immer wieder zu sagen, nach 3 Jahren, nach 6 Jahren, ich komme noch mal. Das braucht Mut, weil vielleicht verheizt sie ab. Ja, ich habe auch die Unterstützung auch von eben meiner Mutter, von Herrn Wittmann, Mario. Und sie war auch meine härteste Kritikerin gewesen, oder? Von dem her, alles andere, was nebenan passiert ist, ist alle nur noch halb so schlimm gewesen, weil sie hat auch gefunden, ja, sagen wir, viele Sachen, wo ich im Leben vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen gemacht habe, sind wie halt immer Eltern wissen es ja besser, aber man muss trotzdem sich selber immer Finger verbrennen. Und ja, sicher ist das, denke ich, darf ich doch im Nachhinein sehr stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Meine 4 Jahre Nummer 1, das kann man auch niemand wegnehmen. Jetzt habe ich das Nummer 1 im Doppel gewesen und viel Erfolg dürfen feiern und da schaue ich sehr gerne zurück. Du hast mal gesagt in einem Interview, Tennis gibt mir im Leben Sinn. Du bist 35. Also noch 41 Jahre kann es ja wahrscheinlich nicht gehen. Das stimmt. Und ich freue mich jetzt eben umso mehr, dass was alles jetzt noch passiert ist. Sagen wir, die letzten 2 Jahre konnte ich ja viel mehr das geniessen, auf der Tour zu sein. Das Leben, eben das Herumreisen, früher, als ich einzeln gespielt habe, war das viel stressiger gewesen. 4 bis 6 Stunden trainieren, dann wieder ausruhen, Massage und essen, trinken, schlafen. Und dann schon fängt es von vorne an. Aber ja, jetzt sage ich mal, muss ich zum Glück nur noch halb so viel. Da kommt auch... Aber im Doppel ist es einfacher, oder? Ja, das ist ja so. Darum nur noch die Hälfte vom Platz, weil auch die Jüngeren ein bisschen mehr säckeln, oder?
Und die Partnerin kann auch mal etwas übernehmen. Aber nein, es hat wirklich jetzt viel mehr Freude gemacht. Und ganz auf eine andere Art. Oder? Man ist jetzt auch in einem Match, oh, jetzt wäre ich langsam froh, es wäre fertig. Ja, solange ich noch Pokal kann stemmen, wie jetzt in Wimbledon letztes Jahr. Und, nein, aber weißt, während dem Match, wenn es nicht mehr hört und die Punkte hin und her gehen? Ja, eben, ich bin doch schon 36 und denke auch, jetzt bin ich in Rio mit der Timea, wo wir gespielt haben, im dritten Satz, und ich denke, ja, im Halbfinale. Das Match nach zweieinhalb Stunden wäre schon noch schön, wenn der mal endlich zu Ende kommt, oder? Aber ja, wenn wir dann den Match auch haben können kehren, dann tut alles nur noch halb so viel weh. Und, ja, eher Bangel von der Krämpfe immer gehabt, oder? Das ist schon so. Ich habe nur noch versucht, so viel wie möglich Magnesium zu mir zu nehmen. Und das heisst, es hat auch seinen Preis, also körperlich. Du hast auch immer wieder unter Verletzungen gelitten. Ist das jeweils auch so ein Signal, wo man denkt, ui, jetzt ist der Körper stärker als mein Wille? Ja, das passiert noch öfter. Heute würde ich manchmal auch gerne ein bisschen mehr trainieren. Aber der Körper sagt dann, ja, doch, eben, du bist nicht mehr 18. Aber ja, von dem her, das Köpfchen umso mehr einsetzen und Qualität statt Quantität. Und das hat mich doch immer wieder auf die Beine gebracht. Bei diesen harten Tennis-Gegnerinnen, die ja wirklich auf Kraft spielen, wird... Hätte sie zwei Tennisschläger mitnehmen, dann hätte man es probieren. Ja, genau. Ja, ich hätte keine Chance. Bin ich war eifersüchtig. Sie konnte Frisuren und alles ein bisschen probieren und zeigen. Ja, ja. Das wäre noch cool. Da wird es ja dann auch schwieriger, oder? Also, der Sport hat sich ja so zu in eine Richtung entwickelt, wo es mehr Kraft braucht, wo wirklich wie hart geschossen wird und das Köpfchen allein nicht mehr reicht. Ja, zum Glück im Tennis braucht man jetzt doch nicht irgendwie ein 100-Meter-Läufer sein. Das Köpfchen immer noch sehr, sehr wichtig, vor allem eben im Doppel ist Taktik und Strategie, was man kann auch rausdüfteln und Gegnerinnen kann studieren, ist das eine wichtiger als alles andere. Aber doch, der Sport hat sich natürlich entwickelt, das Material hat sich entwickelt. Ja. Und ich muss sagen, im Doppel ist es eigentlich nicht so physisch, aber es ist eigentlich schneller, man hat weniger Platz. Aber das Köpfen ist eigentlich wichtig. Also, es wäre sicher nicht mehr dort, wo ich jetzt war. Ja. Wie belohnst du dich, nachdem, wenn du die Kuppe mal in die Höhe gestreckt hast, es vorbei ist, vom Platz gehst? Ah, ich tue eigentlich gerne essen. Also, das war immer eher eigentlich meine Schwäche gewesen. Oder Kleider. Das natürlich, das gehört auch dazu. Ja. Also gehst du vor dem Match mal schauen, was es alles Schönes gibt und sagst, wenn ich gewinne, dann kaufe ich mir das Täschchen. Das passiert so, ja. Und sagen wir mal, ab Viertelfinale, Halbfinale von einem Grand Slam, dann gehe ich meistens in die Stadt schauen, eben Paris, London. Dann werden die Taschen schon immer grösser, bis zum Schluss, bis zum Finale. Nein, eher teurer. Kommt von den kleineren, kann man dann stufen. Wie viel, wo ich es hinbringe. Hat der Ross noch einen Platz in deinem Leben? Sehr viel, ja. Jetzt ist Off-Season. Diesen Monat und nächsten Monat ist eigentlich in der Training. Oder? Das ist die Aufbauphase für den Tennisspieler, um in Australien wieder einen Jahresanfang zu bringen. Oder mein Training ist im Moment, meine zwei Rösschen dürfen zu reiten. Also Tennis am Morgen, Reiten am Nachmittag. Obwohl alle sagen, ja, Reiten ist nicht Sport, wenn man es richtig macht. Und auch eben zwei am Tag, dann Bauchmuskeln und Rücken wird schon ein bisschen gestraft, ja. Als junge Frau, irgendwann mal kommen dann vielleicht auch so Gedanken, wäre jetzt noch schön, eine Familie zu gründen. Ist das auch ein Wunsch? Auf jeden Fall. Ja, natürlich ist das der Wunsch, aber ja, sagen wir, biologisch Uhr tickt, ja, bei jeder anderen Frau auch mit 36. Und jetzt wird ich sicher mal die nächste Saison noch spielen und dann schaue ich weiter. Da muss jetzt einfach noch der richtige Mann kommen. So ist es. Da hoffen wir doch drauf. Also bei so einer attraktiven Frau sollte es dem ja eigentlich nicht mangeln. Freizeit, ist das ein Fremdwort? Oder muss man sich das auch geben, damit man überhaupt mit einem gut gelehrten Kopf jeweils in ein Match kann? Nein, bei mir ist das Tennis nicht wirklich ein Muss. Ich bin jetzt, habe gesagt, ja, ich mache zwei Wochen Pause, jetzt ist Ende Saison und so, aber dann hat meine Mutter angerufen, ja, sind wieder 12-Jährige da zum Spielen und Trainieren, kannst du nicht mal ein bisschen schauen und mitspielen? Ja, natürlich, wieso nicht, ich mache das auch gerne. Und ich muss sagen, ich kann immer noch lieber Tennis spielen, als irgendwo im Wald auf Schnee stampfen oder irgendwo, dann sage ich ja sofort ja und es macht auch Spass. Du hast vorhin gesagt, noch ein Jahr machst du jetzt sicher weiter.
Gibt es denn schon Projekte für anschliessend? Ja gut, ich gebe es immer wieder. Ich habe auch die Jahre, in denen ich nicht gespielt habe, habe ich auch viele Exhibitions gespielt. Ich habe gecoacht. Das sagt mir eigentlich am meisten zu, weil das hat mich eigentlich wirklich auch zurückgebracht, als ich Russin trainiert habe und auch Sabine Lisicki. Mit ihr habe ich dann eben das Doppel in Miami gewonnen. Da habe ich gedacht, ah, ich könnte es doch noch. Mhm. Und das ist etwas, was mir auch zusagt. Ich habe mit der Belinda Bencic jetzt haben wir in den letzten Tagen trainiert. Bei Jungen, sie war ja auch bei mir zu Gast, bei jungen Spielerinnen oder Spielern ist ja ganz wichtig, jemand Erfahrung zu haben. Wenn es einen plötzlich so in die Weltpresse raus katapultiert, muss man ja auch können mit dem Druck umgehen. Und das ist doch nicht zuletzt auch eine grosse Belastung. Ja, sicher nicht einfach. Ich bin auch ein bisschen gewachsen, aber mit 16 ist Nummer 1 der Welt sein. Da kann dich niemand vorbereiten, was auf einem dann zukommt. Da sind sicher viele, die dies und jenes und dort noch interviewen und dort noch präsentieren und das noch machen. Zwischen sagt man einen Satz und der wird dem vorgehen für den Rest von seinem Leben. Ja, gut, eben, da lernt man halt ein bisschen, aber eben, ich bin immer eine, die wo meine Meinung gesagt hat. Und dann ja, bin ich halt mal über die Finger gehauen worden, aber ich sehe, manchmal heute ist es auch fast wieder langweilig, oder? Es ist auch nicht wirklich, wenn alle so die Sätze immer sagen, was genau sagen müssen, und dann ist es, liest es die Story und es kommt immer wieder Sie alle trainiert und sagen nicht mehr Falsches. Bei dir hat man wenigstens noch Freude gehabt und hat gesagt, was hat jetzt die Hingis wieder rausgelassen? Ja, das hat sicher das eine oder andere Mal gegeben, aber ja. Bist du da lernt man jeden, man lernt mal ein bisschen dazu, oder? Du strahlst das aus und ich habe vermutlich, bist du ein glücklicher Mensch? Ja, sehr. Ich durfte dank dem Tennis mein Leben so führen. Oder ich kann es auch heute so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Und von dem her habe ich sicher keinen Grund, um traurig zu sein. Und wir sind ganz stolz auf dich, Martina. Merci. Wirklich, du zeigst, wie man mit Ehrgeiz und mit Leidenschaft eben an einen Punkt kommt, wo, wenn man das nicht hat, würdest du jetzt wahrscheinlich irgendwie auf einem Platz ein bisschen Ballen hin und her schlagen und hättest nie das erlebt, was wir jetzt noch daran teilnehmen können. Vielen herzlichen Dank. Merci vielmals. Dankeschön. Ja, Leidenschaft, was sie bewiesen hat, das braucht es für uns im Leben. Und ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen inspiriert, mit ein bisschen mehr Leidenschaft in den Alltag zu gehen. Das bringt auch viel mehr Farbe ins Dasein. Und das hilft jetzt vielleicht auch noch das NZZ-Format mit, euch ein bisschen zu inspirieren. Wir jedenfalls freuen uns darauf, wieder nächste Woche diese Sendung zu bleiben. Und das strengen wir uns an, wo man nicht nur aus Langmedia anschaut. Danke fürs Dabeisein. Danke dir, Martina. Und euch allen noch gute Nacht. Wieder schauen miteinander.